stirbt ein wichtiger iranischer Atomwissenschaftler. Der jüngste in einer ganzen Serie. Was die Welt da erlebt, ist möglicherweise ein geheimer Krieg als Fortsetzung der Politik mit mörderischen Mitteln. Im Verdacht steht immer wieder Israels Geheimdienst Mossad. Denn Israel, wie auch andere Staaten, fürchtet die Folgen einer möglichen atomaren Bewaffnung des islamischen Gottesstaates. Und siehe da, reihenweise fallen hochkarätige iranische Wissenschaftler merkwürdigen Unfällen und Anschlägen zum Opfer. Da fliegt eine Militärbasis in die Luft und ein Computervirus legt die Hochsicherheitsrechner des Iran lahm. Christian Sievers über einen heimlichen Krieg, der den wirklichen vermeiden helfen soll. Es geschieht am helllichten Tag, Teheran, heute früh. Mostafa Ahmadi Roshan ist auf dem Weg zur Arbeit als Nuklearwissenschaftler für Irans Atomprogramm. Seine Mörder kommen mit dem Motorrad. Sie waren maskiert. Es waren zwei Leute. Das Motorrad raste heran und sie hatten etwas in der Hand. Mitten in Teheran zerfetzt eine Bombe das Auto des Professors. Ahmadi Roshan hat keine Chance. Für iranische Politiker ist der Schuldige schnell klar. Hinter alledem stecke Israels Geheimdienst. Aus Israel, wie immer, kein Dementi. Vor allem bewirken solche Anschläge die Verlangsamung der iranischen Militär-Atomar-Programm. Diese Schlüsselpersonen spielen so eine große und wichtige Rolle. Ohne diese Wissenschaftler wird es viel länger dauern. Irans Atomprogramm. Für die Israelis seit langem Bedrohung Nummer 1. Die Hasstiraden und feindselige Hetze von Präsident Ahmadinejad in Israel sorgen sie für Angst und Entschlossenheit. Offen wird diskutiert, ob es einen Militärschlag geben sollte gegen den Iran. Israels Luftwaffe stünde bereit, aber das Land hat noch andere Mittel. Wir sind, sagen wir mal, kreativ. Wir sind unkonventionell in manchem, was wir tun, und wir behalten fast alles für uns. Mitte November letzten Jahres, vor den Toren von Teheran, fliegt eine schwerbewachte Militärbasis in die Luft. Der Iran hat hier Raketen getestet für sein streng geheimes Waffenprogramm. Mindestens 17 Menschen sterben. Ein Unfall, heißt es offiziell aus Teheran. Wirklich ein Unfall? Ein israelischer Minister hat all das beschrieben als wundersame Missgeschicke. Irgendwo am Stadtrand von Tel Aviv liegt das Hauptquartier des wohl geheimsten Geheimdienstes der Welt. Mossad, hebräisch für das Institut. Niemand darf das Gebäude filmen. Wer dort arbeitet, begreift sich als Bollwerk gegen die Feinde Israels. Für die meisten Mossad-Leute ist das eine Mission, ist das ihre Lebensmission. Diese Mission zu erfüllen, sind sie bereit, alles zu riskieren. Diese Risikobereitschaft ist eine starke Waffe. Und wenn es funktioniert, kann man fast alles erreichen. Zwei Tage nach der Explosion auf dem Raketenstützpunkt Trauerfeier in Teheran. Der oberste Ayatollah ist mit dabei, trauert um einen Märtyrer, wie er sagt. Der angebliche Unfall hat auch eine wichtige Stütze des Regimes getroffen, den Chefentwickler von Irans Raketenprogramm, General Hassan Mokhallam. Die Iraner wissen genau, dass sie im Fadenkreuz des Mossad stehen, dass jemand ihr Projekt sabotiert. Für Sicherheitsexperten ist klar, der iranische General war Teil einer Terror-Connection gegen Israel. Zusammen mit diesem Mann, Mahmoud al-Mabhour. Auch er ist nicht mehr am Leben. Januar 2010, das Luxushotel Al-Bustan Rotana in Dubai. Mahmoud al-Mabhour, der den Waffenschmuggel aus Iran an die radikale Hamas im Gazastreifen organisiert, ist auf dem Weg in sein Zimmer. Der Mann wird verfolgt, gleich von mehreren Agenten, getarnt als Tennisspieler, mit Perücke und mit falschem Bart, observieren sie die Flure und wimmeln andere Hotelgäste ab. Die Überwachungskameras zeichnen alles auf, laut Polizei auch das Killerkommando. Um 20.24 Uhr ist al-Mabhour zum letzten Mal lebend zu sehen. Kurz darauf wird er umgebracht, Mord in Zimmer 230.
Womit die Agenten wohl nicht rechnen, Dubais Polizei wertet in penibler Kleinarbeit die Bilder von insgesamt 1500 Überwachungskameras aus, dazu Passkopien und Kreditkartenbelege. Ergebnis: Die Ermittler behaupten, die mutmaßlichen Mörder auf den Videobändern sind Agenten des Mossad. Eine Kommandoaktion mit dem Ziel, Top-Leute zu treffen und bei anderen Angst und Schrecken zu verbreiten. Ins Konzept des Mossad würde so etwas passen. Offensichtlich ist es ja in den letzten Jahren immer weniger sicher geworden für solche Leute, die in Aktivitäten involviert sind, die nicht friedlich sind. Januar 2010. Vor seinem Haus in Teheran stirbt ein iranischer Atomwissenschaftler durch eine ferngesteuerte Bombe. November 2010. Der Top-Ingenieur im Atomprogramm stirbt in seinem Auto. Die Mörder hatten einen Sprengsatz an der Tür befestigt. Juni 2011. In Russland stürzt ein Flugzeug ab. Dutzende Passagiere werden getötet, darunter 6 Wissenschaftler, die für Irans Atomprogramm arbeiteten. Juli 2011. Ein weiterer Wissenschaftler wird vor den Augen seiner Frau erschossen. Die Killer fliehen auf einem Motorrad. Alles Zufall? Möglich. Wahrscheinlich ist das nicht. Ronen Bergmann hat viele Kontakte in Israels Geheimdienstwelt. Er arbeitet an einem neuen Buch über die geheimen Kommandoaktionen des Mossad. Titel: Lizenz zum Töten. Den entscheidenden Befehl für verdeckte Mossad-Operationen, für Sabotage, Bomben oder Attentate darf nur der Premierminister geben. Offiziell schweigt Israel zu alledem. Keine Bestätigung, kein Dementi, Strategie der Zweideutigkeit. Wer Agent bei Mossad ist, gibt im Lebenslauf an, Mitarbeiter im Büro des Premierministers. Shmuel Bar war 30 Jahre lang Mitarbeiter im Büro des Premierministers. Wenn du tust, was jeder erwartet, dann wird es jeder erwarten und du kannst es nicht tun. Also musst du etwas Unerwartetes tun, damit du nicht ertappt wirst. Endgültige Beweise, wer hinter all den Todesfällen steckt, wird es wohl nie geben. Tatsache ist, der geheime Krieg hat Irans Atomprogramm erheblich erschwert. Ohne Operationen der Nachrichtendienste, ohne diese Verzögerungen und Verhinderungen hätte Iran schon längst eine funktionäre atomare Arsenal in die Tasche gehabt. Kein Zweifel. Israels Regierung schließt auch einen offenen Militärschlag nicht aus. Doch klar ist, der geheime Krieg wird weitergehen. Das Ziel des Mossad: Niemand, der gegen Israel an Waffensystemen arbeitet, soll sich mehr sicher fühlen. Nirgendwo.